Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Rant, zu einem schönen Abendspaziergang in Mürkfen. Ich habe gesagt, wir schauen uns das genau an. Jetzt werden wir das mal machen. Ich habe drei Viecher erlegt, die mir vorher auf den Senkel gegangen sind. Was wir heute hier tun, wir farmen und erlegen Viecher. Schauen wir mal, was man alles töten kann, was die geben. Zitin, wer rechtsklickt. Ein bisschen heller ist auch noch. So, mit unserem upgradeten Bogen wird das schon gehen. Ja, tut's. Einmal. Den auch. Zweimal. Mitnehmen. Das Wasser da trinken, sind wir ja drauf kommen, ist suboptimal, nenne ich es jetzt einfach. Ich werde das mal mit Rechtsklick abbauen. Mir kommt es da. Ich glaube, bei Rechtsklick kommen immer mehr die Ressourcen so raus und links eher so das Fleisch oder so. Ja, aber ich habe schon wieder ein Bloody Backpack. Wir könnten hier sogar was tamen probieren, wäre man nicht, weil ich mich die Umgebung viel zu wenig kenne da und wir schauen uns mal um. Das, die töten wir mal alle, weil die schauen mich schon so böse an alle. So eine andere, der eine Farbe hat. Nee, gar nicht. Mal wieder mitnehmen alles. Prinzipiell, Medium leider. Prinzipiell kriegt man da halt alles mögliche. Wir wollten, ich will eigentlich für die Thornwood Arrows her. Ich brauche für das Reittier von vorher, glaube ich, bessere Taming Pfeile, die was das Tier verlangsamen. Diese Hirschen sind so langsam, also sind so schnell. Ich glaube aber wirklich, dass das so geplant ist. Also, ich mache wirklich einfach so drauf los in dem Spiel. Ich habe da einen Wurm. Ich habe da nicht wirklich gelesen vorher oder irgendwas angeschaut. Ich teste das einfach durch und schau mal, was rauskommt. Daher verzeiht es mir, wenn es manchmal unfähig wirkt. Was bist denn du? Wow! Mist. Jetzt habe ich den Ampult und hier den zweiten an der Backe. Wie leck, oh, hat sich das eingraben? Buried, ja. Ah, und der nächste. Schieß. 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 Ah! Die Umgebung ist gefährlicher als vermutet. Muss ich jetzt zugeben. Mal kurz schauen. Ich hab da irgendwas mit, was stinkt. Ja. Was gibt denn? Was gibt denn der her? Ah, mal. Ah. Alle dann Scale. Brauche ich eh. Für ein Rezept. So, jetzt schmeißen wir sich wieder einen Trank rein. So. Weiter geht's. Ihr seht, die Umgebung da ist schon etwas gefährlicher als so diese normalen Standard-Umgebungen da. Leder. Ich habe meine. Immer da würde ich immer ein bisschen leeren, weil man hat da schon sehr viel. Was man nachher dann im Endeffekt tragen muss. Ein Kälteelixier habe ich mal hergestellt und eingeworfen, weil das brauchst du. Hardwood Log. Gut, sehr viel Hardwood Log, das geht auch sehr schnell. Normal hebe ich es auf, aber ich muss das jetzt wegwerfen, weil. Und mit Linksklick kommen die Pfeildinge raus, diese Barbs. Ich habe auch, muss man sozusagen, schwerere Rüstung, also eher so Stoffrüstung, also Fellrüstung. Eigentlich genau das, was ich da nicht brauche. Ja. Jetzt gehen wir kurz darauf ein Stück. Und mal kurz mal die Wunden versorgen. Ja, diese Schnitte von diesen komischen Thornwood-Dinger. Weiß gar nicht, ob das groß ist, die Umgebung. Das schaut irgendwie so klein aus, das Mürkfen. Wirkt klein, muss ich sagen. Aber ist ja wurscht. Kann ja klein, aber fein sein. In dem Fall auch klein und tödlich. Mal, gibt es denn da irgendwo Tiere? Da
fliegt wieder was rum da hinten, das ist mir jetzt egal. Ich werde lieber die mal abbauen, dass ich wieder viele, viele Pfeile machen kann. So. Ah, oh, das ist ja Wahnsinn. Sticht sich an jedem Scheiß da. Wobei, wenn ich da raufgehe, müsste es eigentlich kühler werden. In der anderen Umgebung da daneben. Stechen durch mich da herum auch. Da kommen schon wieder Bienchen da unten. Bienchen, Bienchen, Bienchen. Aber solange sie lieb zu mir sind und da unten bleiben, habe ich auch kein Problem mit einer. Derweil noch. Bald habe ich ein Problem mit einer, weil dann muss ich es erlegen. Und irgendwas mit, was stinkt. Sieht man immer am Debuff unten. Diese Thornwood-Cuts dürften nicht allzu viel machen. Muss ich sagen, weil schon ein 10er-Stack oben davon. Verliere aber nicht nennenswert Leben. Aber mal, was machen die? Ah, du wirst nur leicht angegriffen. Und wahrscheinlich ein bisschen Leben verlieren. Es ist cool, dass man das da herum so farmen kann, das Zeug. So, ich habe gedacht, da muss ich da runter, aber das geht eh gut da. Na gut, dass ich viel Platz habe. So, fahren wir da mal schön. So, ich glaube, jetzt habe ich da nicht genug davon. 81, na, da kann ich schon eine Weile lang Pfeile herstellen jetzt. Sticks haben sie in der Base zum Saufüttern links, sage ich jetzt mal. So, schauen wir mal, was da noch alles drin rumrennt. Haben wir einen Verband rein. Erlegen ein schönes Tier. Zack. Warte mal. Das kann ich eigentlich jetzt auch, oder muss ich da irgendwo hin? Thornwood Arrows. Ha! Dann craften wir die mal. Machen prinzipiell noch mehr Schaden. Das ist ein Bug. Anzeige-Bug. Stone-Tipped habe ich jetzt. Thornwood jetzt. Ja, die werden eh mehr. Passt. Oh, geht doch ein Stück nach hinten die Umgebung. Darunter. Ich weiß nicht, was ich da unten tun soll, wenn alles da herum im Endeffekt eh auch ist. Und wenn ich da mal hergehe. Lock. Barb und Sticks, Linksklick, ja. Große Bäume geben es auch. Na bitte, da kann man sich ja blöd farmen dran. Ich hätte gern so ein Tier von vorher wieder, das mit Stachel. Wo ist denn der gewesen? Ich habe mal einen Riesenfrosch wo gesehen. Den hatte ich mal als Tier mit gehabt. Somit denke ich mal, dass es den irgendwo gibt. Vielleicht auch hier. Irgendwo. Crit. Oder was? Crit, crit, crit. Geld, Geld, Geld. Ich glaube, der ist zu weit weg. Ja. Das ist total super, wenn vor dir so ein Ding ist und man sieht nichts. So. Nehmen wir auch mit. Wurscht. Komm her da. Immer rückwärts gehen bei dir. Diese, wenn die den Stachel schießen, das geht lustigerweise, trifft es rückwärtsgehend nicht. Und sie sind auch relativ langsam. Also ist auch gerade überhaupt kein Dreieck. Wie gesagt. Ich kann deswegen so lange da rumrennen wegen dem Cooling-Elixier. Ist mir lieber als die starke Rüstung ablegen, ehrlich gesagt. Sich wärmen ist nebenbei leichter. Kann man auch mit der Fackel, wenn man in der Snow-Umgebung rumrennt. Die ich noch nicht erkundet habe, gebe ich zu. Da war ich noch nicht motiviert genug, mich dahin zu verkrümmeln. Schauen wir mal da runter. Was soll schon schief gehen? Das.
So viel zu immer rückwärts gehen. Aber ich wollte nicht ins Wasser rein. Wobei, das tut einem nichts. Man kann da rein. Trinken sollte man es halt nicht. Ein bisschen Strafen reicht auch. Zum Ausweichen. Ich nehme jetzt alles mal mit und dann sehe ich eh, für was ich das alles brauchen kann. Gibt es viele Sachen, Ressourcen eben, die was du nur da jetzt mal kriegst, nach dem Anfangsding. Und es ist halt einfach, da weißt du noch nicht genau, was du mit allem tust. Man schmeißt halt nicht weg. Das würde ich nicht. Lass uns mal schauen. Diese Bienen, die sind schon sehr lästig. Ah, scheiße. Weil sie an jeder Ecke sind. Ich baue die jetzt nicht jede ab. Da, die stehen da überall rum. Irgendwo da ist sicher ein Frosch. Na! Die fliegen immer so runter. Lustig. Na, wo eine ist, sind meistens mehr. Kann man da rauf? Ja, cool. Na! Ach Gott. Das Rückwärts-Treffen ist eine gute Idee, aber ja, wie es dann so an sich hat vom Prinzip her, sieht man da nichts. Wenn das so wie bei mir gerade die Kamera, wo man so ranfahrt, dann schaut man manchmal irgendwann ziemlich blöd rein. Schon sehr düster hier, muss man dazu sagen. Da, Froschi! Will ich den anschießen? Ich habe da so meine Zweifel dran. Glut. Ich lasse den mal, glaube ich. Ich glaube, ich habe da nämlich irgendwie, wenn ich den anschieße, bin ich platt. Ziemlich. Habe ich da irgendwo... Nö. Geht nämlich ins Wasser aus. Wenn ich das trinke, bin ich vergiftet. Dafür habe ich Wasser. Das sind wieder die Würmer. Bienchen. Ja, es ist darin schon recht gefährlich. Ich würde den Frosch wirklich gerne anschießen, aber dann bin ich sicher hinüber. Ich probiere es jetzt mal mit Wasser, sonst verdurscht ist. Swamp Fever. Kein Health Rack. Super. Haben wir sich ein Ding rein, das sollte das ausgleichen, der Verband. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob man den. Wenn ich den pull, bin ich sicher tot. Ich würde ihn aber gern pullen. Ja, das habe ich pullt. Der wirkt schon cool irgendwie. Aber ich glaube, den kann ich genauso wenig tamen wie anderes Zeug. Ich glaube, der ist auch schnell. Finster wird es auch. Scheißen.
könnte ich sogar töten wahrscheinlich. Wenn ich etwas sehen hätte, wäre es aber auch von Vorteil. Jetzt sehe ich nichts mehr. Da geht es aber irgendwo nach oben. Da hinten irgendwo ist die Base. Am Arsch der Welt trifft es jetzt recht gut. Fuck. Nein, lass mich da rauf, lass mich da rauf. Lass mich da rauf. Nein, nein. Also ich hatte mal eine Fackel. Warum tust du nichts, wenn ich den Knopf drücke? Hä? Ich muss einen Emote. Emote ist mir wurscht. Emote hilft mir gerade gar nichts. Kann im Endeffekt nur hoffen, dass ich da irgendwo übernachten kann. Weil ich weiß sonst nicht, wo ich da bin. Sexwood hört sich schon gut an mal. Vielleicht schaffe ich es da ja noch doch noch irgendwie halbwegs glimpflich raus. Jawohl. Da ist schon eine Base von jemandem. Sehr schön. Gut. Dann laufe ich jetzt mal zur Base. Richte alles her. Hol mir Taming-Pfeile. Und dann schauen wir wieder weiter. Gut, das war's mit Mückfan. War eigentlich recht cool. Gefällt mir. Gehe ich auf der Farmen hin für Pfeile. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Umgebungen werden in den nächsten Parts erkundet. Und Base aufgebaut, aber vielleicht das Recognizing, schauen wir mal. Und wenn es euch gefallen hat, Abo. Bis dann, meine Freunde. Ciao.